Ex-Fußballer Gerard Piqué landet mit einem Heli beim Camp Nou und eröffnet damit das Finale seiner neuen Kings League. Über 92.000 Zuschauer schauten sich das etwas andere Fußballturnier live im Stadion an und auf Twitch waren über 1 Million dabei. Normalerweise wird die Kings League auf Twitch und YouTube übertragen. In der Liga spielen nicht nur Influencer, sondern auch Ex-Fußballer wie Ronaldinho, Sergio Aguero und Iker Casillas. Und hier ist einiges anders. Gespielt wird 7 gegen 7 und eine Halbzeit dauert 20 Minuten. Sollte ein Spiel unentschieden ausgehen, gibt es Shootouts. Kennt man vielleicht vom Penalty-Schießen aus dem Eishockey. Der Anschluss funktioniert auch anders. Beide Teams starten von der eigenen Torlinie und laufen zum Ball, der am Mittelpunkt liegt. Gelbe Karten bedeuten 2 Minuten Zeitstrafe und rote Karten 5 Minuten und der Spieler darf danach nicht mehr eingewechselt werden. Das krasseste sind aber die Action-Cards. Die Karten enthalten sofortige Elfmeter, Ausschluss eines Gegenspielers für 2 Minuten, Diebstahl einer Gegnerkarte 2 Minuten lang, zählt jedes Tor doppelt und eine Joker-Karte. Mit dem Event im Camp Nou ist die erste Saison der Kings League vorbei und